Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist wieder eure Tanja. Ich möchte mit euch heute wieder eine Karte basteln und zwar diesmal eine ganz einfache zur Hochzeit. Als erstes brauchen wir einen Fotokarton, der ist 9 x 13,5 cm und den grundiere ich jetzt einmal mit Gesso. Dafür nehme ich dann meinen Schwammpinsel. Das Gesso trocknet zwar sehr schnell, aber ich beschleunige das nochmal, indem ich das etwas anföhne. Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, mache ich nochmal eine zweite Schicht drauf. Diesmal trage ich das Gesso in die andere Richtung auf, sodass ich einen gleichmäßigen Auftrag habe. Auch diesen tue ich wieder anföhnen. Ja, jetzt nehme ich einmal meine Stempel, mein Herzstempel und mein Stays-on-Stempelkissen und tupfe jetzt erstmal schwarze Farbe auf. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Stempel schon angeordnet auf den Acrylblock. Dann geht es etwas leichter, als wenn ich jedes Motiv einzeln stempel. Nachdem die Farbe getrocknet ist, nehme ich einen Gelatusstift meiner Wahl. Das ist diesmal Leim. Das ist ein sehr schöner Grünton. Jetzt nehme ich ein Schwämmchen. Das war in diesem Set drin. Finde ich sehr praktisch, ist etwas fester von der Konsistenz, als wenn ich das jetzt mit einem Abschminktuch mache. Und wie ihr seht, bleibt auch sehr viel der Farbe noch auf dem Kärtchen dran haften. Und man kann besser verwischen als mit dem reinen Finger. Als nächstes nehme ich meinen Eckenabrunder und runde alle 4 Ecken ab. Jetzt nehme ich mein Fläschchen und sprühe meine Karte mit Wasser ein. Gleich darauf fange ich an, das Ganze wieder zu trocknen, sodass die Farbe schön verläuft. Damit der Rand einigermaßen gleichmäßig wird, habe ich mir noch zu Hilfe ein Papiertuch untergelegt. Jetzt korrigiere ich mit dem Pinsel noch so etwaige Fehler aus, die mir nicht so gefallen auf der Karte und trockne das wieder an. Nachdem die Farbe getrocknet ist, nehme ich ein silbernes Glitzerband und doppelseitiges Klebeband. Und damit befestige ich mein Band. Ich mache das, wie ihr sehen könnt, hier in 2 Schritten. Einfach damit das Band besser anliegt. Und so kann ich das nochmal nachkorrigieren, wo das Band denn über die Karte gehen soll, weil ich natürlich nicht möchte, dass meine gestempelten Motive abgedeckt werden. Ja, jetzt mache ich mir da Knoten rein und dann nehme ich mir eine Schere und kürze die Enden ab. So, jetzt nehme ich doppelseitiges Schaumklebeband, damit ich noch einen 3D-Effekt bekomme.
und das Motiv halt ein bisschen absteht. Ja, dann klebe ich das Ganze schon auf mein Kartenrolling und schon habe ich wieder eine schöne Karte fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Tanja.